und Fries. Fries mit 5 HP Drop. So, Windfekt mit einem Außenaufbau. Fries schiebt auf die Box. Können jetzt ansagen, außen viel. Könnten eigentlich den Vorraum jetzt einnehmen. Hanu deckt nur. Ja. Rest ist außen. Nimmt jetzt die Garage mit einer Flash ein. Ah, Fnatic reagiert immerhin drauf. Pushen, haben schon Trampe gepusht. So, aber Hanu hat den X-Sister im Vorraum abgegammelt. Im Radioraum. Ah, schöne Flash. Guck's auch mal blind. So, Hanno macht 2. Und Cat geht's jetzt hoch. So, Alum. 1 HP kommt er da raus. Hat aber den Cat gedeckt. Seine Waffe durch. 7. Runde für Winfact. Krass, dass sie jetzt so gut wieder aufspielen. Haben jetzt wieder einen guten Spawn. Fnatic hat jetzt Geld. Hat übrigens aufgehört zu schneien. Hanu wieder derjenige mit Top-Spawn. Jetzt gibt es direkt einen Hallo-Rush. Der Spieler ist wieder blind an der Box, aber diesmal fallen die Frags auf Seiten von Fnatic. Da war guter Support da für den Spieler am Target. Und SK, sage ich, Fnatic holt die Runde, überlebt auch mit 4 Mann, sehr, sehr wichtig fürs Geldpolster. Ich fasse das übrigens mal als Kommentar auf, oder was heißt, ja okay, kann man eigentlich nicht werten. Aber muss ja nicht jeder denselben Stil haben. Denk mal, es war auch nicht negativ gemeint von dir, Exitus. Ich habe nur eine Anmerkung. Basic macht da Mono-Move und Exist stirbt. Mutti aber mit Refrag. Uns geht Halle rein. Oh, da gibt's die Flash, da ist noch ein Spieler. Oh, Kerrigan, sehr schöner Support vom Catchon. Fuchs stirbt jetzt auch endlich mal. Kerrigan mit dem zweiten. Mit dem dritten. Oh, gute HE für Alu. So, ist jetzt nicht blind die Tür. Vielleicht kam, glaube ich, in die Tür. Oh, krasses Timing. Zieht da gerade weg und dann macht Fries ihn. 2 Runden in Folge. Wieder mit 3 Mann überlebt. Also, money-technisch baut sich da gerade was auf bei Fnatic. Leg gerade. Hat der Windfact die Pistol gewonnen? Ne, hatten sie nicht. Stimmt, die hatten die Pistol verloren, aber dann die Folgerunde direkt geholt. Ihre Deagle Echo. So, Windfact stellt was um, macht dann Bankaufbau. Fries übrigens mit AWP. Außen auch schon geschossen. Kerrigan wird gebankt. Ah, das hat er auch wie. Macht seinem Namen halt alle Ehre. Er macht seinem Namen alle Ehre und wird dann gebankt. Changed nicht seine Pose. Versucht nicht irgendwie den Banks auszuweichen oder so. Übrigens wäre es mal eine ganz kurze Info wert, weil wenn die bankt, dann höre ich fast gar nicht meine Stimme mehr. Ich habe meinen Game Sound zwar nicht richtig laut, aber ich höre mich dann trotzdem nicht so krass. Mich würde einfach mal interessieren, ob ihr mich noch hört, wenn viel geschossen wird. Oder ob ich den Game Sound wieder ein bisschen leiser machen sollte.
Nur mal das so als kleine Randinformation, die ihr mir geben könntet. Rampe fake, Motti stand da super gegen Hanno. Allerdings Halle jetzt rein. Überzahl für Windfact. Fries mit dem HE-Kill, 2-on-2. Modi kommt nach hinten. Alu deckt aber. Oh, Modi macht ihn aber. Scheiße, ich wollte gerade auf Alu gehen. Und Fries mit dem letzten. Drei Runden in Folge jetzt für Fnatic. Also geht doch. Hat er weiterhin Geld. Wollen anscheinend Basic wieder auf dem Main-Dach. Fries ist abgeflasht, aber Gux passt auf in der Main. Refrag. So, Diren darf jetzt nicht sterben. Modi hilft aber Kerrigan. Erfolgreich. Hanno, letzte Spieler. Wo war Kerrigan eigentlich? Ich glaube in der Halle mit. Oh, Modi moved sehr schön. Müsst ihn jetzt sehen. Oh, jetzt hat ihn gesehen. Krass, also Fnatic mit einem super Comeback. Okay, danke. Weiter mit Geld, aber zwei Galils. Also die Rampe, die hält Fnatic wirklich gut. Okay, Money ist jetzt low, wird jetzt gebankt. Oh, noch eine schöne HE, die tut richtig weh. Das ist, glaube ich, Kerrigan da unterm Cat. Also Rampe ist kein Durchkommen für die Finn. Exist bankt. Aslak jetzt noch. Gardiel auch nur noch bei Alu. Bombe haben sie zwar. Flash für Kerrigan. Macht beide. Sehr schön gespielt. 7-7. Echt ein richtig, richtig gutes Comeback von Fnatic. Hätte ich nicht gedacht. Knapper kann das Spiel wirklich nicht sein. Tja, und das Geld von Winfect ist zur Neige gegangen. Alle nur mit Deagle equipped. Okay, D-Rim hat eine AK. Nur schnell über Main da. Spielt anscheinend noch mal ihre Taktik, aber Free ist sehr schön. Passt da gut auf, hat sich das gemerkt. Pusht einfach mal Vorraum. Fries hat sich sehr schön auf das Spiel eingestellt, hat sich die Taktik gemerkt, dass er immer ab und zu einer auf Maindach springt, hat dann direkt da hochgezielt. Frag bekommt verdiente Runde für Fnatic und die gewinnen sogar noch die Halbzeit. Und es stand zwischenzeitlich, lass mich lügen, ich glaube 6-1. So, die Restarts folgen auch direkt. Keine weitere Pause. Fries hatte Topspot. Spotte da, ob einer in der Stopbox durchspringt. Hat jetzt kurzzeitig auf Haze in die Box spekuliert. Aslak aber mit First Track. An Gux, der glaube ich sogar noch. Ja, hat einen USP.
Modi holt die sich. So, Cat dürfte er gehört haben. Krass. Boah, jetzt zieht doch direkt hoch, aber hallo. Oh. Hallo. Perfekt, steht richtig gut. Sollten jetzt Rampe gehen. Das spottet Basic nur. Spielt das auch super. Wird jetzt der Gegner anlaufen. Boah, links ist schon durch. Nein. Fehler bei Basic. Oh, Alu hat gutes Timing. Schön. Nice. Und Aquarium stirbt auch. Wand letzter. Oh Mann. So, defused wird. Mit Kids. Schön. Wichtige Runde von Alu. Recht. Echt gute drei Frags. Windfeld gleicht aus. Fnatic kauft aber mit den zwei gelegten, mit der gelegten Bombe zwei Frags, zwei AKs möglich. Zwei kriegen Deagle und einer hat dann, glaube ich, nichts. Thanks, Loke oder Loki. Das hat sich auf jeden Fall schon verraten. Winfect weiß da Bescheid. Ah, sehr schön von... Wer ist denn das? Ah, schade, ich dachte, da war keine Außen-Cat. So, Basic spielt wieder auf Spotten. Müsste aber diesmal... Ah, Hanno ist unter Cat da. Macht immerhin den Refrag. Macht zwei. Oh, macht sogar noch... Ah, keine wirklichen Hits. 3 gegen 3. Kerrigan schimmelt einen in der Box ab. Oh nein, sollte hier Windfeld wirklich die nächste Runde verlieren. Modis Aiming ist es. Es ist. Der ist einfach so unglaublich schnell immer drauf. Das ist. Das sieht man bei ganz, ganz wenigen Spielern. So, D-Rim im 1-on-2. Flash kommt. Ah, schade, Bombe mitgelegt. Ja, die Farmers ist einfach auch viel zu schwach, um da durchzuschießen. Ja, und da geht's Winfect genauso wie Fnatic. Beide verlieren hier ihre Anti-Eco, beziehungsweise werden da von der von den AKs, beziehungsweise vorhin von den Deagles besiegt. Winfect legt auch komplett Schwein. Haben aber allerdings HEs. Sind an der Rampe versammelt. Ja, die erste sitzt schon mal nicht so gut. Basic ist das wahrscheinlich. Ja, Basic ist der, der ablenkt. Fnatic macht noch keine Anstalten, da irgendwie in die Falle zu laufen. Ah, jetzt schieben sie doch hin. Das könnte gefährlich werden für Fnatic. Hayes haben sie gerade nicht in der Hand. Jetzt ist ja perfekt. 1, 2, 3, ah, no. Basic macht den Frag. Aslak hat auch eine sehr schöne Position. Jetzt kann da vielleicht einen machen. Nein, wäre da einfach mal stehen geblieben. Boah, da gibt es den Bang von D-Rim. Basic jetzt außen. Ah, wird da das Duell verlieren. Weiter die Bangs. 3 gegen 2 in der Galil können sie wohl safen, aber
Als CT dann nicht so eine gute Waffe. Okay, sie versuchen anscheinend noch ein paar Waffen zu ziehen. Spekulieren darauf, dass Main rausgegangen wird, aber Fnatic wird nicht so dumm sein und haut einfach Vorraum ab, da wo sie sicher wissen, dass niemand ist. Überlebt in der Main, geht da auch weg, hat Alu gehört, riskiert da auch gar nichts. 10. Runde zweistellig für Fnatic. Winfect muss noch eine Eco einlegen. Waffe ist aus und ein schöner Schuss von Aslak. Boah, er macht sogar noch einen Headshot. Zweite von Aslak. Hat die AK gepickt. Dritten macht er leider nicht. Ein bisschen zu viel Gas. Trotzdem Überzahl für Winfect. Bombe ist down, kann angesagt werden von Aslak. Oh, Freeze, wenn sie jetzt runtergehen. Ja. Sehr gute Entscheidung, da runter zu gehen. Unten kaum eine Chance, irgendwie Frags zu ziehen. So, Alu kann das jetzt ansagen. Sehr schön. Gehen auch in die Tür rein. Wissen genau, dass eigentlich noch eine Eco am Start ist. Kaum Waffen, auch Weste. Wahrscheinlich nicht am Start. So, eins, zwei Waffen hat man. Man versucht es dennoch. Oh, Freeze macht alle drei. Freeze, 8 zu 2 Stats, 3 zu 0 Fnatic. 11 zu 8 overall. Und jetzt geht's los. Fries auch derjenige, der den Topspawn bei Fnatic hat. Wird jetzt direkt auf D-Rim treffen. Schöne HE in die Box. Aber guck's mit dem First Track. Die Rim wurde schon gesehen. Guck's kommt allerdings mit 13 HP weg. Ist sehr bang-anfällig. Boah, Freeze schon hinten durch. Oh Gott, Freeze ist so krank gerade. Er trifft alles. Oh, Fnatic spielt so perfekt die Runde runter. Oh, schön von Alu. Schön direkt runtergezogen. Das war Gux, der war low. Ah, schade. Fuck, da wäre die Runde fast nochmal drin gewesen. 4 zu 1. Mal ganz kurz meine Nase stäuben. So, da bin ich wieder. Fnatic Tür aufgemacht. Fahren direkt halt rein. Winfect in der Eco. Keine Chance, Hanno immerhin mit einem von unten. So, 13. Runde für Fnatic, die wirklich sehr, sehr souverän bisher wirken auf Nuke der Terrorseite. Was stellt Fnatic um, Winfect um? Hanu hat eine AWP aus. Scheint eine Hallrush zu geben. Aslak wird die ganze Zeit weiter gegoldet. Aber Hallrush, Rampe Fake. Nein, Basic, wenn er ins Eck gekommen wäre. Hätte er da vielleicht was gehabt. Ganz gute Banks. So, Aslak kommt runter. Sehr schön gespielt von Aslak. Oh, außen. Hanno auch schon unten am Fenster. Aslak darf jetzt nicht sterben dort. Muss da mindestens zwei machen. Eins. Ah, geht doch rein. Mit Hanu würden sie halt niemals rechnen. Schön.
Jetzt gegen Flächen 2 gegen 3 Überzahl für Winfect. Tür ist allerdings einer drin. Boah, da kommt Alu. Ey, wie spielen sie gerade so geil aus? Er ist ja wahrscheinlich über den Schacht hinten rum. Letzte Kerrigan im dunklen Eck. Nice, schöne 2-Facts von Hanno. Wichtig, dass Winfect hier dran bleibt. Machen da ihre zweite Runde in dieser zweiten Halbzeit. So, Navi Alternate ist auch live. Alternate mit 5 Runden, keine Ahnung, was die Map ist. 5 zu 10 und SK steht 2 zu 2 gegen Lemon Dogs. Da sollte die Alternate vielleicht doch schon rausfliegen, das wäre natürlich schade. Haben da bisher eigentlich ein ganz gutes Turnier gespielt. So, die Frags fallen diesmal wieder bei Winfect. Gut abgeaimt, gute Ansage, dass er vorkommt. Boah. Nice von Modi. Es ist einfach ein Tier. Da kann man nichts anderes sagen. So, Bombe wird sogar unten gelegt. Deren wird das gleich checken. Oh. So, Pommes Ansage. Tja, was machen sie jetzt? Versuchen sie es. 20 Sekunden noch Zeit. Ja. Zeit reicht nicht mehr, sie sparen die Waffen und gehen. Da sind die Waffen wichtiger. In der 15. Runde dann. Die 14. jetzt für Fnatic. Trotz. Winfect hat eigentlich viele First Tracks. Hanno außen. Krass. Drei First Tracks. Aber dann klärt halt Modi. So, Draw oder Niederlage. Hanu hat die AWP noch safe. Forest. Ach, Forest meine ich. Fries. Hanu hört ihn. Oh, verschießt leider. Ach, Basic macht keinen guten Job an der Rampe heute. Aslak immerhin mit dem mit dem Refrag in der Box. Hallo ist Blindhalle. So, DRAM Rampe. Kriegt die Hits, hat geflasht, macht den Frag, sehr schön. Hallo war derzeit wieder. Hat wieder was gesehen, macht den Frag in der Halle. Deckt er jetzt zusammen mit Hanno, Modi an der Rampe mit der Bombe. DRAM hat da nochmal reingeflasht. Beide Flashes sind jetzt weg bei ihm. So, Main ist auch angesagt. Sehr schöner AE. Hallo. 14 HP, bangt da zu viel. Stirbt er. Boah. Wenn der jetzt gestorben wäre, ganz, ganz wichtiger Frag von Alu. DRAM hätte das One-on-One gehabt. Und Modi hätte das einfach runterspielen können. Ganz wichtig. Fnatic. Immer noch 14. Winfect. Endlich auch zweistellig. Fnatic direkt mit dem Halle Rush. Modi schon wieder First Frag. Alu allerdings mit Refrag. Man spielt ja Halle auf Retake. Kerrigan versucht da an der Rampe. Oh, er hört den Spieler bang. Hat den Free Frag. Oh, das ist die Runde für Fnatic. Weiß nicht, man hatte wahrscheinlich einen schlechten Spawn und mit einem schlechten Spawn der City die Halle zu blocken gegen den Rush ist schon schwer. Das sind natürlich jetzt auch money-technisch nicht gut unterwegs für die letzte, womöglich letzte Runde. Man sollte es ja nicht, man sollte Winfect ja noch nicht abschreiben.
da sehe ich auch eine Tigel bei Alu. Mit was schnell. Oh, Hanno stirbt beim Besuch mit beim Tick so Move. Oh, Banks zu Aslak, der ist schon richtig low. Basic auch schon Rampe gepusht. Nee, ist er gar nicht. Alu ist das. Basic lenkt ein bisschen ab für ihn. Die Rim hat noch aus anscheinend. Passiert jetzt. Wird jetzt vielleicht zu Tode gebankt. Nein, kommt nochmal weg mit 40 HP. Tür ist offen. Ist jetzt gefährlich. Ja, muss jetzt auch auf die Box schieben. So, jetzt darf Basic nicht blind werden. Dirum kann... Ach, Dirum hätte die Runde entscheiden können, aber... Die Frage ist einfach... Unfassbare Gesichter. Und das ist die erste Map für Fnatic. 16 zu 10. GG von allen Seiten. Schade. WinFact eine sehr solide Terror-Seite gespielt. Aber Fnatic einfach stärker als Terror. Also auf... Ja. Schade. Die zweite Runde direkt hat WinFact natürlich auch das Genick gebrochen. Genauso wie Fnatic vorhin. Allerdings WinFact kein Comeback gestartet. Zweite Map ist... Die Train, ich melde mich wieder, sobald es da weitergeht. Solange wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Musik. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis bald.